Das Problem ist, ich müsste jetzt eigentlich heilen. Aber ich kann nicht. Ich hoffe, wir haben voll Lebenspunkte, wenn wir reinsteigen. Ich weiß es nicht. Dann noch das geile Lied noch dazu. Wir sind doch ganz nah am Ende. Was? Jetzt schon? Okay. Ich meine, wir haben jetzt gegen Harley gekämpft. Jetzt noch gegen Wildgott. Immer diese Kettenbosskämpfe. Bin ich jetzt gespannt. Okay, nur gegen Bernard. Ich bin weg? Was? Kannst du mich bitte erstmal verschonen? Wie viel Damage hat's denn gemacht? Alter Falter. Ich glaube, da brauche ich ein bisschen mehr Level, oder? Ich meine, wenn es schon der Endkampf ist, brauche ich so circa Level 50. Oder 40. Ich gucke jetzt, wie viel Damage das macht. Es sei denn, wir sind dazu berufen, zu verlieren. Was ich eher bezweifle. Oh, ich dachte schon. Alter. Ich werde schon während Apollons verteidigt schon 6000 bis 8000 Damage macht. Wart. Amazing. This power is truly incredible. This is what I've been searching for all along. Okay, hatte die Kräfte absorbiert? Was? Also manchmal. Also Bernard folgt immer noch seine gleichen Ziele, wie immer. Interessant. You're really something, Vice President. You just beat the crap out of everyone I was having so much trouble with. Do it. All who would stand before me are enemies. All who would stand behind me are traitors. Eventually, they all die. Why? I was just... You bastard. He didn't betray you. Even after Dorfa put him through hell, he was committed to you. And then you just... So what? You think that just because you served as our figurehead president, you're somehow above me? I don't give a shit about being above you. I'm talking about showing some humanity. This is... Get over here, Aaron. I'm not gonna let this asshole get away with this. Right. Just hang on, Galdo. Like it or not, you're our friend. And I will save you! Ren. Ren, have your memories finally... Yeah. I remember everything. I don't know why. They just kind of popped back in there. That form? Oh, this? I have no idea what it is. You have to ask Aaron. You drew out the power of the goddess from within me. How do you not realize that? Yeah, that, I guess. Anyway, doesn't matter. All that matters now is the royal beatdown I'm about to lay on you, Bernard.
The goddess has awakened. Damn. This is what we feared. This is why we separated you from that fairy. But the wild god awakened first. And now I'm going to obliterate you and the goddess right alongside you. Nice. Jetzt macht er nicht so viel Damage. Das ist gut. Das ist richtig gut. So können wir arbeiten. Alter Falter. Geile Form. Besser, also, wow. Dann noch die Flügel dahinter. Sieht majestätisch aus. Muss ich ehrlich gesagt sagen. So, ich glaube, Attack Power Up können wir machen. Also das, was Feng immer macht. Na, Bernard, was sagst du jetzt? Gib uns Tiara zurück. Danach kommen die Gegner dran. Shit. Ich geh mal auf Abwehr. Okay, das ist trotzdem nur einmal dran gekommen. Alles klar. Genau, seine Speo-Laser. Hat gleich Uray-Time. Wir gehen mal auf Burning. Irgendwie leckt's gerade wieder. Aber die FPS ist ja noch wohl ganz okay. Ich hoffe, das stört nicht so allzu sehr. Ich meine, PC müssen wir sich nochmal wieder dran gewöhnen. Mittenkampf werde ich jetzt irgendwie nicht neu starten oder so. So, wir haben auch noch First Aid Kit. Läuft. So, das können wir benutzen. Hier so rum. Ich glaube eher Heilung. Komme ich denn da dran? Ja. Vielleicht ein bisschen zu starke Heilung, aber ist okay. Crossblade. Der Gegner ist immer noch zu stark. Muss man schon sagen. Pippin ist ja noch voll. Keine Mira, aber nicht gleichzeitig ein Metall. Die wäre da schon ganz gut. Ja. Okay, nice Fairwise. Ich habe immer so Angst vor dem Boss. Ich muss aber heilen. Kriegen wir seinen Attack irgendwie down? Nee, ich habe noch nicht mal die Reichweite. Shit. Der will... Okay, ich glaube, der hat Feng erstmal in seinem Fokus. Okay, wenn er so macht, ist es immer sehr gut. Das ist nämlich sehr angenehm. Wir sind zu 6. Ich meine, heilen sollte wohl möglich sein, oder nicht? Ich meine, Feng kann gleich Äffel heilen, dann wieder schon. Wenn ich das so mache, sind wir alle viel zu nah beieinander. Das wäre gar nicht gut.
Dieses Spyro Laser. Aber Spyro Laser ist jetzt nicht so ultimativ stark. So können wir das machen. Komm. No risk, no fun. Okay. Benna, was sagst du jetzt? Er bereitet sich vor. Alles klar. Dann gehe ich mal nach hinten und heile mich mal. Ganz in der Ruhe. Fang ist dort. Alles klar. Nee. Güterbottle. Oh, das würde sogar schon reichen. Das wäre nämlich sehr hilfreich. Problem ist nur, wenn er jetzt auf uns zielt. Dann sind nämlich 4 tot. Ja. Was? Shit. Ah, da habe ich wohl ein bisschen Pech gehabt. Die waren alle zusammen. Jetzt wirklich ein bisschen anders machen können. Ich komme nicht mal einen ran. Das ist doch scheiße. Okay, Leute. Mist, dann versuchen wir es nochmal. So schlecht war es jetzt auch nicht. Vielleicht war es eine Sache des Glücks. Falls wir irgendwie noch zweimal verlieren, dann muss ich wohl aufs Genau mal leveln. Aber ansonsten, wir sehen uns gleich wieder, Leute. Mega Seufzer, er fängt auch direkt mit seiner stärksten Attacke an. Alles klar, Gegner, ich behalte dich im Auge. Wir müssen sowieso erstmal vorbereiten. Tja, die Formation hat ja sehr lange gehalten, ne? Nur so ein bisschen weiter weg. Mit Scatter komme ich nicht ran. Ich muss so Rotate benutzen. Okay, wir müssen uns auf jeden Fall verteilen. Diese Scheißattacke. Also wenn du nur 2 triffst, ist es gut. Das heißt, wir machen immer nur 2 Formationen. Und die passen sich dann immer gegenseitig auf. Ich glaube, so können wir das machen. Nice!
Funktioniert doch nicht schlecht. Aber Äpfel kommt zu spät ran. Weit hinten. Das ist eher nicht so gut. So werden nur zwei Gruppen getroffen. Problem ist immer, wie komme ich denn nah ran? Wahrscheinlich gar nicht. Daneben. Ernsthaft? Komme ich denn so dran? Nee. Das ist beätzend, dass ich ganz nah ran muss. Kann ich nur auf Apfel klicken. Okay, sie kann dann wiederbeleben. Auch er hat nicht so viel Lebenspunkte, ich muss Abstand bleiben. Anders geht's nicht. Beide tot, das ist scheiße. Ich treffe nur Feng. Okay, Feng ist gleich dran. Sperrlaser ist gut. Ist nie so stark. Oh Gott. Meine Wiederbelebung gehen aus. Und da kommt in jeder Ecke ran. Der hat so eine enorme Reichweite. Nice. Ich glaube, wir müssen alle irgendwie ein bisschen Opfer bringen. Na, was sagst du? Jetzt bereitet er sich vor. Aber wir sind eher verteilt. Wenn er greift die beiden an. Die beiden. Ich glaube, ich bleib im Hintergrund. Seine Attacke hat so eine extreme Reichweite. Okay, nur die beiden. Fang und Pippeng. Hat der Ding es getroffen? Nee, er scheint mir nicht getroffen.
Schade. Ja, versuchen wir es nochmal.